Hallo! Guck mal, schreib dein Buch, schreib dein Buch, Leute! Also, wer jetzt noch auf die Idee kommt, ein Buch zu schreiben, schreib es einfach. Dieses Plakat, ne, Leute, ehrlich, das verfolgt mich. Es war ja sonst immer auch so kleine Dings bei den Bushaltestellen in den letzten Wochen, wie auch immer. Dann wurde es weggemacht, natürlich war das auch weg, weil Plakatding da, war dieses Plakat auch weg. Da stand jetzt, ich weiß nicht wann, auf jeden Fall vor einer Woche oder zwei, stand doch da irgendwas mit einer Gartenmesse oder sonst was, beide Seiten. Und wisst ihr was? Es steht auf dieser Seite das Gleiche. Und ich gehe gleich mal auf die andere Seite. Da steht das Gleiche. Also ich bin jetzt hier vorbeigefahren, weil ich halt beim Postfach war. Und ja. Da habe ich erst gedacht, ja, fahre ich gleich mal hier hin und mache ein Foto davon nur. Und habe gedacht, das wäre nur auf der anderen Seite, ne? Also dieses Plakat, schreib dein Buch. Und wenn ich jetzt umdrehe, ich gehe jetzt da hinten hin, Leute, ich zeige euch das mal. Ehrlich, das ist auf der anderen Seite auch. Ehrlich, das ist auf der anderen Seite auch. Ich habe mich so erschrocken, ich bin mich vorhin wieder hier zurückgefahren. Ich hoffe, ihr könnt mich irgendwie verstehen, es ist sehr laut hier, ich bin an der Straße. Aber hier, guck. Ich stehe falsch, so. Da. Oh, schreib dein Buch. Schreib dein Buch. Ja, ich fange jetzt an. Na, ich meine, ich habe ja schon so viel, Leute. Aber das geht nicht. Leute, das hält mich auf. Ich habe gedacht, ja toll, Leute. Ehrlich. Ich finde das Bild gut. Es verfolgt mich und ich nehme es einfach mit in mein Herzen dafür, dass ich das. Es ist auf beiden Seiten von diesen, was weiß ich, Plakat-Dinge da, wo das da reingehört. Und ich bin sowas von geflasht, ey, wirklich, Leute. Das ist von beiden Seiten so. Ja. Und ihr wisst ja, ich bin demnächst offline, weil ich ja mein Internet schon, also meinen Telefonanschluss und so gekündigt habe. Und in der Zeit habe ich ja wieder sowieso Zeit, auch mir Gedanken zu machen, weiterzuschreiben oder überhaupt was zu schreiben. Und Leute, es steht da, schreib dein Buch. Also natürlich, schreib dein Buch, Leute. Also wer jetzt irgendwie anfangen möchte zu schreiben, der sollte jetzt anfangen. So, ich gehe jetzt wieder ins Auto. Dann ist es vielleicht auch leiser und ihr könnt mich besser verstehen, was ich da sage. So. Huch. Oh. Ich sitze. So. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt. Oh, jetzt. Guck mal, jetzt so windig ist er draußen. Die Tür geht schon mal ganz alleine fast zu. Also. Jetzt habe ich schon wieder was. Meine Nase. Ich habe ja hier. Meine Nase sitzt zu, Leute. Das kann ich nicht für. Jeder, irgendwie habe ich mal Schnupfen. Ich muss jetzt hier mal das Taschentuch nehmen. Schon wieder. Ist es weg? Das ist ja eklig langsam. Ist egal. Guck mal hier so. Ich sitze jetzt hier in meinem Auto. Und da kann man das Plakat doch sehen. Irgendwie, ne? Auf jeden Fall wollte ich nur das zeigen und sagen. Ach, immer noch. Dass ich hier bin, vorbeigefahren bin zum Postfach und wieder zurück, weil ich gedacht habe, dann mache ich das mal auf der Seite ein Foto. Und dann war ich an der Ampel und das Plakat lächelt mich dann nochmal von der anderen Seite zu. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal ein kurzes Video darüber und erzähle euch davon. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen verstanden vorhin, weil es ist sehr laut da draußen. Nicht immer von dem Autoverkehr da, also von dem Straßenverkehr. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen und wer jetzt schreiben möchte, der fängt an zu schreiben. Ciao. Ansonsten ist das Plakat nur für mich gedacht.